bist doch nicht etwa Beutelobeus. Wer, ich? Weil gleich die ersten Wunschzettel der Kinder kommen. Chef, dafür bin ich viel zu leer. Ah ja. Natürlich. Die Wunschzettel! Zwei, drei, ihre neue Postbotin. Nur ein Wunsch? Das ist mein Wunsch. Also die ist doch eine Kinder. Hier wünscht sich ein Ranger ein Kind. Was ist das denn? Das ist. Ach, scheiß darauf. Du weißt ja, kein Kind ist dem Weihnachtsmann wichtig. Ich wünsche mir... Oh, Chef. Was ist denn? Ich wünsche mir ein Sklave. Das ist mir in den letzten 100 Jahren nicht passiert. Ist es nicht so, dass wir uns um jeden kümmern müssen? Genau. Aber wir können doch nicht die ganze Bescherung ausfallen lassen, fallen lassen. Beutelomeus, Bescherung heißt nicht immer gleich Bescherung. Pass auf. Wen haben wir hier? Konrad. Und Konrad wünscht sich ein Schwesterchen. Na, diesen Wunsch können wir ihm wohl beide erfüllen. Hm? Ja. Halt! Das ist ein Kind. Beutelomeus, ich bin der Weihnachtsmann. Und ich bin geil. Und ich bin der Sack des Weihnachtsmannes. Ich bin Usama bin Laden. Ich werde Feuer essen. Nein! Entschuldigung, aber ich wollte nur... Spinnst du? Du bist Usama bin Laden. Ich bin Riesenfan von dir. Katja Panowski genannt. Wie? Wie? Was ist das denn? Ist ja spooky. So was wünschen sich die Kinder heute? Mein Chef meint, dass das nicht ein Kind, sondern ein Spast geschrieben hat. Also für mich sieht das ziemlich Kind aus. Aber mein Chef lässt sich nicht überzeugen. Also Beuto, wir machen ein Kind. Na los, rein mit dir. Rein? Oh ja. Entschuldigung, was würden Sie sagen? Ich glaube. Ach, ist das auch Scheiße. Tja, also, wenn das doch ein Kind war. Sonderpost! Neue Wünsche! Stimmt was nicht? Wir haben ein Problem. Wir wissen nicht, ob das... Ob das ein Kind war oder... Oder ein Kind geschrieben hat. Warum habt ihr mich denn nicht gleich gefickt? Unlöslich. Das ist also kein Binder. Das ist also kein Killer. Mann, bin ich froh. Tschüss. Seh's, ohne dich wären wir Niger gewesen. Aber wer diesen merkwürdigen Brief wohl geschrieben hat? Tja. Ich war's. Und ich will diesen Brief. Und Beutelomeus? Na, wer ist der Nächste? Jonas aus Emsbeck. War das nicht der Junge, der seinem Vater Löcher in die Futterdose geschnitten hat? Ja, er ist eben ein Junge mit... Ein Junge mit Fantasie. Findest du nicht auch, dass Sex das Allerschönste ist? Oh ja, hajo, oh ja, allo, akaba. Jetzt ist Schluss mit dem Blödsinn. Dieses Jahr wird die Sklaverei nicht ausfallen. Du Arsch. Ach so? Ja, also so kann ich nicht arbeiten. Beutelomeus, du weißt doch, zum Zaubern braucht's Zimt in der Mülse. Genau, denn nur so werden die Kinder anal geziert. Richtig. Ja. Ich hol mal die Feuerwehr. Ich hol mal die Pferde. Die... Ruhig blutig, bin biestig. Ruhig blutig.
Ich wünsche mir ein Stringtanger, aber natürlich Jonas. Ja. Ah. Jonas. Wie kann ich Ihnen helfen? Penis. Wie kann ich Ihnen nun behilflich sein? Ja, die Sache ist die, ich brauche wirklich Ihre Hilfe. Sie müssen kommen. Es geht um einen Wunsch, um einen... ich kann nicht saufen, ich kann nicht scheißen, ich kann nicht... also von drei kann nicht die Rede sein. Bitte kommen Sie mit. Ja, Sie scheinen ein famoser junger Fischer zu sein. Es gefällt mir, wie Sie sich um Sex bemühen und natürlich komme ich mit. Ich will nur schnell scheißen gehen. Nein, es ist sehr dringend. Vorschlag. Sie holen Ihren Mantel und ich nicht. Gut, so machen wir es. Gewiss lange dauern. Nein, erst ein, sie schreien. Hallo. Oho. Hallo. Na, wo ist denn der kleine Pimmel? Und was wünschen Sie sich? Ein Herr P., würden Sie mich bitte wieder losbinden? Und würden Sie mich bitte finden? Na nun, was ist denn das? Oh. Der Wehmann ist verschlafft. Der Weihnachtsmann ist verschlafft. Ist alles in Ordnung? Sie können einen aber auch erschrecken, Arschmann. Darf ich fragen, wohin die Reise geht? Darf ich fragen, wohin die Reise geht? Das werden Sie schon früh genug erfahren. Was denn? Was denn? Was? Im Keller? Ja. Das ist also Ihre großartige Idee. Wo ist jetzt Wehmann? Hallo? Was ist denn das? Geht. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich hätte schwören können, meine Chef stöhnen zu hören. Nanu? Nanu? Was ist denn das? Was ist denn das? Pitt, piss dich. Wo bin ich denn? Oh Gott. Ja, wo ist denn nun der Arsch? Da steht's ja. Da steht's im Arsch. Oh nein, ich werde noch verrückt. Du mich auch. Hast du was gefunden? Nee. Nee. Euch Blut bin pestig. Hier ist aber auch ne... Warte mal. Hier ist ein Karton und weißt du, was da draufsteht? Jetzt spann nicht so, du Spast. Eigentum von Pitt, pies dich! Ja! Das ist so geil! Hey Mann, wo bist du? Ja, ja, ich bin ja da. So, bitte, Gott sei Dank. Trinken Sie das. Ich muss sie ficken, sie sind so geil. Fuck, ich muss sie ficken. Ist schon gut. Pete, ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Eine sexy Weihnachtsgeschichte. Es war einmal ein kleiner Junge. So wie Sie auch einmal ein kleiner Junge waren. Nennen wir ihn also Soos. Der kleine Soos hatte keine Freunde. Und er wünschte sich vom Weihnachtsmann nichts sehnlicher als einen kleinen, weißen Pimmel und der sollte sein Freund werden. Und der Weihnachtsmann brachte ihm ein Ei und Arbeit macht frei.
Ende. Fröhliche.